Moin Leute, ich baue jetzt den Hügel mal fertig hier vorne. Muss darauf achten, dass ich hier unten so ansetze, dass ich einen vernünftigen Übergang kriege und hinten gleichzeitig die Lücke ordentlich geschlossen bekomme. Ich darf nicht von hier an diesen Hügel ranbauen oder von diesem Burb an den ran. Ja, wir haben zwei Aufpasser da, die zwei Sewer Babies, die gucken sich das an. Wenn ich das falsch mache, gibt es bestimmt Ärger. Den einen oder anderen Stein habe ich schon mal vorbereitet, damit es gleich ein bisschen schneller geht. Ja. Und ich muss erstmal ein Stück nach vorne bauen, weil ich hier ein ziemlich großes Loch habe. Und eins lobt daran und den nächsten dahin, dann bleibt wahrscheinlich die hässliche Kante über. Deshalb ziehe ich das ein bisschen weiter vor. Dadurch, dass ich jetzt hier den Slope habe, bin ich versetzt zu dem anderen hinten. Ja, ich nehme nochmal den Inverted ab. Habe hier natürlich dann so einen kleinen Übergang. Es ist nicht gleichmäßig. Ja, wenn man zwei gleiche mal nebeneinander stellt, ich persönlich mag das nicht, wenn die direkt aneinander sind. Da macht dann so ein Versatz deutlich mehr Spaß. Ja, der kommt daran. Jetzt habe ich hier so eine harte Kante. Ja, normalen Slope und Inverted. Und damit das wieder ein bisschen natürlicher aussieht, habe ich hier den Inverted einfach rübergesetzt. Jetzt kriege ich natürlich hier hinten ein Problem. Jetzt muss ich es hinten auffüllen. Und ich habe mir gedacht, ich setze hier einen Slope hin, einen kleinen, und da den großen. Habe hier wieder diesen Versatz. Habe dafür aber hinten das Loch. So. Ja, man kann sich auch immer aus dem einmal 1er Stein, halte es mal hier ordentlich hin, ja, und den einmal 2er Stein kann man dann sich auch so einen Stein, der um die Ecke geht, bauen. Der würde normalerweise, ja, so, und die gibt es ja. Kann man sich auch schnell selbst bauen, wenn man genug von den anderen hat. So, den da ran, den da hin. Schon ist das ein bisschen stabil. Ich weiß aber, ich habe da hinten noch, kriege ich es nochmal raus, hier hinten noch eine Lücke und die Steine sollen da rüber gehen. Also muss ich den da reinsetzen. Es hilft manchmal, sich so einen langen Stein zu nehmen. Ja, klemme ich den anderen unten ran. Kann jetzt super in die Lücke den reinstecken und biege ihn weg und er ist fest. So, jetzt haben wir hier wieder eine Linie. Den kann ich da wieder neu ransetzen. Den davor. So, und jetzt je nachdem, wie ich das bauen möchte. Wenn ich jetzt den da hinsetze, hier eine Kante, hier eine leichte Wölbung. Und wenn der nächste kommen würde, da fehlt natürlich noch ein 1x1er hinter. Ja, finde den Übergang schon relativ hart. Muss mal gucken, ob ich gleich noch einen Inverted habe. Ob der dann da besser kommt. Das ist dann dieses Probieren beim Bauen, was gefällt einem, was nicht. Oder geht man vielleicht sogar noch einen anderen Weg, dass man so rüber geht. Ja, sieht auch cool aus. Das darf ich nicht vergessen, da muss noch das Loch geflickt werden. Es lohnt sich immer, einmal 1er Steine im Lego Store mitzunehmen. Ja, wenn die da sind, die Farbe ist dann egal. Also jetzt hier so ein Orange würde ich wahrscheinlich nirgends verbauen. Aber wenn ich den jetzt hier hinten reinsetze, machen wir das nochmal mit der Hilfe hier, dann ist der nachher einfach weg. Man sieht die nicht mehr. So, jetzt weiß keiner, da ist ein oranger Stein. Jetzt haben wir hier noch die blauen. Da bauen wir uns auch noch was vor. Und da hatte ich mir hier was vorbereitet. Na, wieder ein oranger hinten dran, um die kleine Lücke aufzufüllen. Na, fangen wir mal an mit dem Orangen. Den grauen daran, ich kriege hier wieder den nächsten Übergang, hau den großen Slope daran und habe hier eine schöne Kante.
So, dann habe ich noch einen Teil vorbereitet. Soll ja auch ein bisschen schneller gehen jetzt. So, jetzt haben wir hier einen Inverted Slope. In Grau. Ich zeige euch das mal hier mit dem kurz. Ja, den in Grau. Und wenn man den direkt auf den Boden setzen würde, kriegt man hier vorne nichts mehr gegengesetzt. Also wenn ich dann mir denke, ich will da noch ein paar Plates hinbauen, dann würde es nicht mehr passen. Deshalb erstmal einmal einer, den hochgesetzt. Hier kann nachher eine Pflanze oder irgendwas anderes noch rauf auf die Noppe. Die lassen wir da, die ist gewollt. Hab mir hier noch was vorbereitet. So, der jetzt geht mal einer quer rüber. Jetzt habe ich da hinten das Dark Tan. Nimm mir ein 1x1er und einen Inverted Slope. Und jetzt schießt das Dark Tan da raus. Hab mir noch was vorbereitet. Den setze ich dazu. Jetzt habe ich hier wieder eine Lücke, einen Versatz. Ja. Hier ist ein 1x1er Stein auf dem Slope drauf. Hier hinter ein Inverted. Ja, der schießt da wieder raus. Jetzt habe ich da eine 2x2 Fläche. Da passt der Slope sehr gut drauf. So, kriegen wir den auch noch hin. So, um das hier noch zu schließen, den da vielleicht drauf. Dann kann man mal gucken, wie man das bauen will, den darauf. Würde ich vielleicht dann doch einen Dreier nehmen hier, ein bisschen Versatz reinzukriegen. Muss mal gucken, was man machen will, wie einem das am besten gefällt. Es muss immer Abwechslung auf jeden Fall rein, damit das spannend bleibt für den Betrachter. Und so würde man das dann nach und nach alles auffüllen. Ja, jetzt muss ich hier wieder aufpassen, dass ich nicht rüberbaue, sondern einfach nur ranbaue. Hier vorne wird auch wieder ein Bruch stattfinden. Hier wechsle ich von einem Baseplate ins nächste, damit ich dann modular bleibe. Und so kann man dann einen Hügel bauen. Das mal kurz und knapp für euch. Ja, ich hoffe, ihr baut das mal so in der Richtung nach, dann um ein Gefühl für Berge zu kriegen. Und ja, viel Spaß, schönen Sonntag, genießt das Wetter, geht raus. Bis denn dann. Tschüss.